Musikanlage, Kaffeemaschine und Kamera sind soweit, dann sind wir es jetzt auch. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Obergeschoss der Meierschen in Essen im neuen Gebäude. Wir sind ja jetzt im Januar erst hierher gezogen. Mein Name ist Andrea Bigos, ich bin mitunter das neueste Teammitglied hier. Bin im Dezember dazugekommen zu der heißen Phase des Umzugs. Wer schon mal umgezogen ist, weiß, was das bedeutet. Aussortieren, Koffer packen vor allen Dingen, ja. Kisten packen und alles wieder neu einsortieren im neuen Haus. Es war eine aufregende Phase. Wir haben es geschafft. Wir sind mittlerweile im Alltag angekommen und freuen uns umso mehr, Sie dann heute auch begrüßen zu können, um Ihnen den neuen Laden ein wenig vorstellen zu können. Der ein oder andere war schon mal zum Schmökern hier, hat die ein oder andere Ecke angeschaut. Was kann man anderes sagen, außer dass es magisch geworden ist mit den fliegenden Büchern. Jede Ecke hat so ihre Besonderheiten. Wer noch mal gleich durch den Laden stöbern mag, jede Ecke hat so ihre eigene Lampe beispielsweise. Das ist so eine Besonderheit, was die Details angeht. Hinten die Mickey-Maus-Lampe und die Minnie-Maus-Lampe in einem. Unten haben wir das zauberhafte Flugzeug in der Nähe der Reise oder auch den Strick des Verderbens bei den Krimis. Ja. Zusätzlich dazu, dass wir eine unglaublich tolle Einrichtung bekommen haben, haben wir ganz tolle Kollegen. Einige davon werden heute Bücher vorstellen, jeweils aus ihren Abteilungen. Das sind einmal der Herr Pasalk, der Herr für alles, was so alltäglichen Lesegenuss von Romanen über Krimis und Co. angeht, betreut. Dann Frau Jochheim, unsere gute Seele im Laden, stellvertretende Leitung. Und Frau Küchler, die unten alles managt und für alles, was Fachbuch und die Wissbegierigen da ist. Ja, und ich bin hier oben. Genau, ich würde dann auch direkt das Wort an die erste Kollegin weitergeben, die ein Buch vorstellt. Und viel Spaß heute Abend. Ja, auch von mir nochmal ein Hallo. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Und das erste Buch, was ich heute vorstellen möchte, das ist von Letizia Colombani, Der Zopf. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich dieses Buch einfach so gesehen hätte, ich hätte es niemals gelesen, weil mir das Cover einfach nicht so zusagt. Ich habe gedacht, das wäre vielleicht ein richtiger Bollywood-Schmöker. Aber wie die Kollegin gerade schon gesagt hat, wir waren Anfang des Jahres im Umzug. Das Gebäude drüben war leer. Es blieb ein Stapel Leseexemplare und ich dachte in der Pause, man muss ja irgendwas machen vielleicht. Und dann habe ich gedacht, ich lese einfach mal den Zopf. Und ich muss sagen, es war wirklich grandios. Ich bin durchgeflogen durch die Seiten. Das Cover, was mir vorher überhaupt nicht zugesagt hat, das macht auf einmal Sinn. Man sieht ja, dass Haare eine zentrale Rolle spielen im gesamten Buch. Und man sieht auch, dass es hier einen Zopf gibt, der aus drei Strängen geflochten ist. Und genauso greifen eben drei Frauenschicksale in diesem Buch ineinander, die wirklich aus vollkommen unterschiedlichen Ecken der Welt kommen und wirklich aus vollkommen unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten. Die erste, die lag mir ganz besonders am Herzen, das ist die Smita, die lebt in einer nordindischen Provinz zusammen mit ihrer Familie. Das ist also eine kleine Tochter und ihr Ehemann. Und die gehören wirklich zur ärmsten Schicht überhaupt. Der Ehemann ist Rattenfänger, also er darf ein Feld eines reicheren Nachbarn bestellen. Und wenn er ausreichend fängt, dann gibt es abends auch mal einen gebratenen Nager. Und die Smita selbst, das ist eine unberührbare, also das heißt, sie muss die Exkremente der Nachbarn eben in einem kleinen Eimer sammeln. Den Job hat sie schon von ihrer Mutter übernommen, als sie so alt war wie Lalizia, das ist eben die kleine Tochter und die ist 6 Jahre alt, die kommt nämlich da in die Schule. Und der Vater hat sich eigentlich mit seinem Schicksal abgefunden, er hofft darauf, dass er im nächsten Leben in einer höheren Kaste wiedergeboren wird. Aber die Mutter kann sich nicht damit abfinden und hat eben von ihrem kärglichen Lohn immer so ein bisschen beiseite geschafft, um die Tochter auf eine Schule schicken zu können. Und sie überredet dann eben den Lehrer dazu, den Dorfschullehrer, der Tochter Unterricht zu geben, obwohl sie eigentlich nicht dieser Klasse angehört, der Unterricht zusteht, und besticht ihn mit dem Geld. Und er sagt zu. Und die Geschichte, die finde ich ganz besonders rührend, wie sie eben auf die Schule vorbereitet wird. Also es gibt kein Geld für eine Schuluniform. Die Mutter näht ihr allerdings einen neuen Sari
Und es gibt auch keine Brotdose. Die finden eine leere Konservendose, spülen die aus und bekleben die ein bisschen, damit sie auch eine bunte Brotdose hat, wie die reicheren Kinder. Und sie geht dahin und kommt dann am selben Tag mit vollkommen zerrissenen Sachen zurück und wurde vom Lehrer geschlagen. Die Mutter ist entsetzt, fragt, was passiert ist. Und tatsächlich hat der Lehrer sie betrogen. Also die Tochter darf zwar die Schule besuchen, aber nur, wenn sie da für die anderen Kinder arbeitet. Und die Tochter hat den Stolz ihrer Mutter und hat gesagt, nein, das macht sie nicht. Daraufhin wurde eben diese Brotdose abgenommen und sie wurde vom Lehrer geschlagen. Und der Vater sagt dann, ist doch gut, geh am nächsten Tag hin und vielleicht arbeitest du doch für die anderen, dann kannst du wenigstens lesen und schreiben lernen. Aber die Mutter schnappt sich die Tochter und die beiden fliehen. Die möchten zu Verwandten fliehen, die ein besseres Leben versprechen. Und das ist natürlich gerade in Indien für Frauen sehr gefährlich, denn die sind ja vollkommen schutzlos. Also das ist wirklich ein sehr gewagtes Unterfangen. Das wäre die eine Geschichte. Die nächste Geschichte, die handelt von der Julia, die lebt in Palermo und der Vater, der geht einem alten Gewerbe nach. Und zwar ist er Perückenmacher, noch auf die ganz klassische Art. Er fährt also bei den Friseuren vorbei und sammelt die Haare ein, die da abgeschnitten werden, um daraus Perücken zu machen. Die beiden stehen sich sehr nah, das ist der Familienbetrieb. Die Julia kennt auch wirklich alle Arbeiterinnen noch von Kindesbeinen an. Und eines Tages passiert das Entsetzliche, der Vater hat einen schweren Unfall und es ist eigentlich schon klar, dass er daran sterben wird. Und daraufhin durchsucht Julia die Papiere, die sie eben braucht und stellt fest, dass die Firma kurz vor dem Bankrott ist. Und das war ja eigentlich die Altersabsicherung der Familie, überhaupt alles, was die haben. Dann fällt ihr, weil die Arbeiterinnen das so wollen, eben das los zu, dass sie die Firma rettet. Aber natürlich geht das nicht, indem man einfach nur von Friseur zu Friseur fährt. Also sie muss sich was einfallen lassen. Und das dritte Schicksal, das ist die Sarah, die lebt in Kanada und hat drei Kinder, ist alleinerziehende Mutter, hat mittlerweile quasi ihr ganzes Leben der Karriere geopfert. Sie hat also zwei Ehen, sind dabei draufgegangen und jetzt hat sie es endlich geschafft, sie soll Partnerin in der Anwaltskanzlei werden und da wird bei ihr Krebs festgestellt. Und natürlich muss sie das verbergen, denn auch wenn die anderen Mitleid heucheln würden, damit ist sie natürlich nicht mehr geeignet als Partner. Ja, und so nimmt das Schicksal seinen Lauf. Ich fand das, also dieses Buch hat mir vor allem deshalb so gut gefallen, weil es nicht so sentimental ist. Es ist nicht irgendwie schnulzig, sondern es ist einfach eine ganz klare Sprache. Und die Schicksale werden auch nicht alle aufgelöst. Das ist auch gar nicht so wichtig, denn es geht darum, aufzubrechen und dem Leben eine neue Richtung zu geben, also irgendwas zu ändern. Man geht auf jeden Fall gestärkt daraus hervor und ich muss auch sagen, man hat, also das gibt einem einfach Mut und auch den Elan, irgendwas Neues anzufangen. Das wäre mein erster Tipp. So, ich schon wieder. Ein Buch, das mich in der letzten Zeit sehr bewegt hat, war Das tiefe Blau der Worte. Wer hat in letzter Zeit einen Brief bekommen? Das wird heutzutage immer seltener. In diesem Buch geht es genau um sowas, um Briefe. Und zwar nicht einfach nur Briefe, die vom Postboten vorbeigebracht werden, sondern Briefe, die in einer Buchhandlung, in einer Buchecke quasi verteilt werden. Man muss sich das so vorstellen, in England gibt es viele Buchhandlungen, die neue Ware anbieten, aber auch gebrauchte Bücher da haben, die entweder gekauft werden können oder die dort vor Ort tatsächlich bleiben. Hier geht es um so eine Buchhandlung mitunter. Die Protagonisten sind Rachel und Henry. Rachel und Henry sind beste Freunde. Sie hat ihm einen Brief geschrieben, bevor sie die Stadt verlässt mit ihrer Mutter. Und hat ihm darin all ihre Gefühle offenbart, hat aber nie eine Antwort darauf bekommen. Warum das so ist, erfährt man nach und nach. Das ganze Buch handelt immer wieder davon, dass sie jetzt wieder zurückgekehrt ist und dass sie versucht herauszufinden, was eigentlich damals passiert ist, warum er sich nicht zurückgemeldet hat. Und man erfährt auch viel über ihre Familie, warum sie überhaupt wegfahren musste und vor allen Dingen, warum sie wieder gekommen ist. Hintergrund ist ein bisschen, dass ihr Bruder zwischenzeitlich verstorben ist und auch von ihm bekommt sie quasi einen indirekten Brief in dieser Buchhandlung, die allerdings zum Scheitern verurteilt ist. Denn auch hier in Deutschland ist es leider immer häufiger so, kleine Buchhandlungen machen zu, weil einfach die großen immer mehr Gewicht gewinnen, besonders der Internethandel vor allen Dingen. Naja, und sie versuchen diese Buchhandlung zu retten. Ich verrate das Ende jetzt nicht. Es ist auf jeden Fall nicht das Happy End, das ich mir erhofft habe.
Naja, aber was besonders an dem Buch ist, neben dem Inhalt, auf jeden Fall den Klappentext gleich bitte durchlesen. Den lese ich jetzt nicht vor und ich würde sonst jetzt auch zu viel verraten, wenn ich loslege. Dieses Buch ist nicht nur vom Hauptcover schön, es ist eins der Bücher, die man auch mal auspacken sollte, definitiv. Denn ja, außen, man sieht die Briefe. Und allein diese Vorstellung mit dieser Buchhandlung, mit den Briefen, die teilweise zwischen die Zeilen geschrieben sind, teilweise sind es nur feine Unterstreichungen und allein das war bewegend genug und auch generell die komplette Aufmachung, das ist eins dieser Bücher, wo ich zugeben muss, ich habe es nach dem Cover gekauft und nach dem Inhalt habe ich mich absolut verliebt da drin und wenn ich jetzt weiter erzähle, verrate ich zu viel oder habe gleich Tränchen in den Augen. Deswegen, also das auf jeden Fall bitte nochmal durchlesen. Das ist einfach eine stille Empfehlung. So, jetzt bin ich gestärkt, jetzt kann ich mein zweites Buch vorstellen. Und zwar wäre das von der Celeste Ing, Kleine Feuer überall. Das Problem an der ganzen Sache ist, das habe ich gestern schon dem Kollegen gesagt, ich will dieses Buch unbedingt vorstellen, weil es grandios ist. Es ist wirklich eines der besten Bücher, die ich im letzten Jahr gelesen habe. Das Problem ist, man kann das unheimlich schlecht vorstellen, denn es gibt im Prinzip keinen wirklichen Handlungsstrang, nichts, wo man sagen könnte, so fängt es an und durch die und die Ereignisse hört es so auf. Es geht hier, also die Ausgangssituation ist so, es geht um einen vollkommen idyllischen Vorort in Cleveland. Da ist wirklich jeder Vorgarten gleichmäßig gestutzt, die Häuser, die müssen nach einer bestimmten Farbe gestrichen werden. Da wohnen natürlich nur die gut betuchten Leute und unter anderem die Familie Richardson. Und die Mutter der Familie, Elena Richardson, die ist, schreibt für die Lokalpresse. Der Vater ist Partner in einer Anwaltskanzlei. Dann haben die drei vollkommen perfekte Kinder, die sich absolut in dieses Gesamtbild einfügen, also die Stipendien haben, gute Sportler sind oder die eben einfach gut aussehen, gut in der Schule sind. Und ein kleiner Revoluzzer, das ist die Izzy, das ist die jüngste Tochter. Die Izzy gibt nichts darauf, was andere Leute denken. Also die setzt sich tatsächlich für Schwächere ein, für eine Mitschülerin, die von der Lehrerin gemobbt wird. Dann befreit sie Tiere aus einem Versuchslabor und eckt damit natürlich immer wieder bei den perfekten Eltern an. Auf jeden Fall kommt in diesen Ort eine Mutter, Mia Warren, mit ihrer Tochter. Sie ist Künstlerin, sie ist Fotografin und alleinerziehend und kann davon gar keine Miete bestreiten, von der brotlosen Kunst, wie ihre Eltern das nennen. Und deswegen muss sie zwischendurch immer wieder Nebenjobs annehmen. Und ein Job liegt jetzt darin, dass sie bei der Familie Richardson putzt. Denn die Familie hat ihr eine Wohnung vermietet aus reiner Nächstenliebe und damit man sich noch ein bisschen gut fühlen kann, wenn man schon gut betucht ist und gut aussieht. Und sie putzt jetzt bei denen. Auf jeden Fall geraten die Welten so immer näher aneinander. Einerseits dieses Bohemhafte und dann auf der anderen Seite die Neureichen. Zum Beispiel, die Mia hat ja eine Tochter mitgebracht, die Pearl. Dadurch, dass sie dieses Vagabundenleben führen, konnte die noch nie irgendwo Wurzeln schlagen. Und sie ist jetzt total begeistert von dieser Familie Richardson, die wirklich alles haben. Und umgekehrt ist es so, Izzy ist natürlich begeistert, dass es da draußen noch andere Leute gibt, die sich eventuell auch für andere einsetzen und ist deswegen öfter bei dieser anderen Familie. Das Buch fängt quasi mit dem Ende an, deswegen kann ich es auch verraten. Also das Ganze endet so, dass Izzy das Haus der Familie Richardson abbrennt und verschwindet und die Familie Warren verschwindet auch. So. Und alles das, was dazwischen ist, das kann man so unheimlich schlecht beschreiben. Es ist nämlich, es sind so viele Einzelschicksale, also von jedem Kind in der Familie. Es ist wirklich bis in die kleinsten Nebenfiguren perfekt ausgearbeitet. Man fühlt mit jedem mit. Es gibt einen kleinen Exkurs in Mias Vergangenheit, warum die eigentlich alleinerziehend ist. Man versteht viel mehr, man sieht, dass es nicht nur schwarz und weiß gibt, sondern dass jeder seine dunklen Seiten hat und auch seine besseren. Das Einzige, was wirklich ein großes Ereignis ist, es wird ein Baby gefunden, das jemand ausgesetzt hat, ein chinesisches Baby. Und die Mia erkennt sofort, dass das das Kind ihrer Arbeitskollegin sein muss. Sie jobbt vorher auch noch in einem China-Restaurant. Und die hat das in größter Not ausgesetzt, möchte das aber hinterher zurückhaben. Und diese Familie Richardson, die möchte das lieber bei neureichen Freunden sehen, die eben kinderlos sind und gern ein Kind adoptieren möchten. Und das ist der einzig wirklich offene Konflikt, der ausgetragen wird. Aber diese ganzen kleinen Konflikte, die dazwischen sind, also es ist wirklich großartig. Ich habe auch versucht, einfach mal zu gucken, was andere darüber schreiben, aber jeder sieht in diesem Buch was anderes. Also wenn man sich die Rezensionen anguckt,
manche meinen, das ist auch eine Geschichte vom Erwachsenwerden von dieser Pearl und den anderen Kindern. Oder es ist, es geht um die Mutter-Tochter-Beziehung. Es geht ja auch unter anderem um Leihmutterschaft. Also es ist wirklich einfach ein grandioses Buch. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Wer schon mal hier bei mir auf der Etage war und nach einer guten Buchempfehlung gefragt hat, wird dieses Buch bereits kennen, oder wer auch auf Instagram unterwegs ist und bei mir gelandet ist, die einen oder anderen grinsen schon wissend. Das ist ein Buch, das mich zu Beginn der ersten sommerlichen Tage total bewegt hat, Mein Sommer auf dem Mond. Es spielt auf Rügen und geht um vier Jugendliche, die sich dort zufällig kennengelernt haben, dadurch, dass alle zusammen in eine psychiatrische Einrichtung gekommen sind, denn alle haben ihr Päckchen jeweils zu tragen. Hauptrolle spielt Fritzi. Fritzi hat Panikattacken. Wer sich schon mal in einer unsicheren Situation befunden hat, weiß, wie lähmend das sein kann, wenn man sich unsicher ist. Sie verfolgt es in alltäglichen Situationen und ihre Eltern wissen nicht mehr, was sie tun sollen mit ihr, wie sie ihr noch weiterhelfen sollen, und versuchen es nun mal auf diesem Wege. Dabei lernt sie die drei anderen kennen, Bastian, Tim und Sarah. Bei Bastian ist es so, dass er von regelrechten Dämonen verfolgt wird. Da wären Loki, Darth Vader und Co. Also die einen oder anderen, die man auch aus der Comic-Abteilung kennt, allerdings nicht ansatzweise so lustig, wie man sich das vorstellt, denn sie drangsalieren ihn zum Beispiel auch, mit dem Auto gegen einen Baum zu fahren, während die anderen dabei sind. Oder Sarah, die eigentlich total weltoffen und frisch wirkt und total lebensfroh und im nächsten Moment absoluter stille, stumme Mäuschen ist und ja, wie gelähmt durch ihre Sorgen. Und auch Tim, der von einer Wut geplagt ist, regelrecht, die in alle Richtungen ausschlägt. Und es ist aber dabei kein Buch, wo es um Probleme geht, sondern um das Lösen von Problemen, um die Hoffnung nach vorne zu schauen und letzten Endes der perfekte Sommerroman. Nicht nur für Jugendliche, sondern für all jene, die, ja, wie soll ich sagen, die gerne nach vorne schauen mögen und die vielleicht das eine oder andere Problem, sei es die Wut im Bauch oder die Angst, die einen auf der Stelle treten lässt, ja, die es einfach kennen. Deswegen auch ja, der perfekte Sommerroman für jeden. Hallo. Also meine Kolleginnen haben bisher alle ein bisschen was Neueres vorgestellt. Ich habe mich für ein Highlight aus dem letzten Jahr entschieden. Klaus Cäsar Zehrer, Das Genie. Es ist ein Roman, es geht um, es ist basiert auf einer wahren Begebenheit. Es geht um den jungen William James Seedes. Der hat gelebt so im Mitte 20. Jahrhundert, und er war das, was wir heutzutage eher als Wunderkind bezeichnen. Und es wird seine Geschichte erzählt. Es fängt aber ein bisschen früher an. Es geht los mit der Geschichte seines Vaters, der Anfang des 20. Jahrhunderts aus Russland nach Amerika emigriert hat. Kommt in Amerika an, hat keinerlei Geld, fängt erstmal so ganz niedere Arbeiten an, fängt in so einer Fabrik an. Aber auch der Vater ist schon hochintelligent, und nach einer Woche, da gibt es so eine ganz witzige Szene, nach einer Woche in so einer Fabrik geht er direkt zu seinem Chef und erklärt ihm erstmal, was er besser machen könnte, wie er die Abläufe optimieren könnte, um das alles für die Arbeiter besser zu machen, denn der Vater ist auch großer Humanist. Weil er so intelligent ist, steigt er recht schnell auf in Amerika, wird bekannter und erfolgreicher Psychologe. Er und seine Frau bekommen eines Tages ein Kind, den William, und sie beschließen, den nach ihrer eigenen Methode großzuziehen, der Seedes-Methode. Das sieht so aus, dass der arme Junge eigentlich nichts anderes machen kann, als bei allem, was er macht, zu lernen. Also während andere Kinder irgendwie mit Bauklötzen spielen, darf der auch mit Bauklötzen spielen, aber hat dann also, hat das Alphabet da schon drauf und muss schon ganze Wörter oder Sätze damit bilden. Das geht auch, diese Methode schlägt auch an. William ist, wie gesagt, sehr intelligent, schreibt schon mit 4, 5 Jahren seine ersten Bücher, Geschichten, und wird auch als jüngster Absolvent mit 12 Jahren Harvard. Also er geht ab. Ja. oh Gott.
Dann wird es aber richtig interessant. Also umso älter der wird, umso mehr fängt er aber an, gegen seine Eltern und damit auch gegen seine eigene Intelligenz zu rebellieren. Und es endet darin, dass er irgendwann beschließt, seine Intelligenz nicht mehr der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Und er ist eigentlich er könnte alles machen, er ist großer Mathematiker, Physiker, aber irgendwann fängt er an in einer Fabrik, wo er einfach nur als Rechner arbeitet. Und er sitzt mit Kollegen zusammen und alle haben irgendwie einen Taschenrechner und rechnen es aus. Und er macht das eigentlich im Kopf, aber tut so, als ob er es rechnet. Was mir besonders gut an dem Buch gefallen hat, ist, dass es nicht so richtig nur ein Genre ist. Es sind mehrere Genres. Es ist einerseits ein historischer Roman im weitesten Sinne, weil es wirklich auf eine wahre Persönlichkeit beruht. Es ist aber auch manchmal ein lustiger Liebesroman, weil William, wir würden es heute natürlich erkennen und sagen, ja, er hat schon leicht autistische Züge, versucht aber trotzdem natürlich irgendwie eine Traumfrau zu finden, findet auch eine Frau, die er ganz toll findet, und Autisten haben es aber ja nicht so mit den Gefühlen zeigen, und da kommen dann schon einige lustige Szenen. Es ist aber auch in gewisser Weise ein Coming-of-Age-Roman. Es wird seine Jugend beschrieben, wie er erwachsen wird, wie er sich durchsetzt im Leben. Also es ist mein Highlight aus dem letzten Jahr. Sollten Sie unbedingt lesen. Ist wirklich ganz toll. So, und ich habe noch eins ausgesucht. Das schönste Mädchen der Welt von Michael Bierbeck. Der Herr Bierbeck hat vor 10, 15 Jahren, war der recht erfolgreich, hat viele Romane geschrieben, die halt recht erfolgreich waren, und er hat sich aber dann gesagt, so, er möchte keine Romane mehr schreiben. Nun ist Herr Bierbeck großer Prinz-Fan gewesen, und der ist ja bekanntlich vor 2 Jahren gestorben. Und da ging ihm so viel durch den Kopf, dass er sagte, er muss ein Buch schreiben. Das ist das Ergebnis. Das schönste Mädchen der Welt. Ach, ja, eine Hommage an Prinz. Jetzt muss man dazu sagen, ich finde Prinz-Musik überhaupt gar nicht gut. Und trotzdem finde ich, es ist eins der schönsten Bücher über Musik geworden, die ich jemals gelesen habe. Über Musik, aber auch über Liebe. Natürlich ist es eine Liebesgeschichte. Es geht um einen Musiker, einen ehemals erfolgreichen Musiker, der mittlerweile nur noch in so einem etwas schmierigen Tonstudio Hörspiele produziert. Trifft sich halt ständig mit irgendwelchen Tinder-Dates. Und auf einem Tinder-Date lernt er eine Frau kennen, das war aber nicht das Date, sondern die belauscht quasi das Gespräch, das er mit seinem eigentlichen Date hat. Und sie kommen nachher ins Gespräch und sie verlieben sich sofort, wie das so ist bei so einem Liebesroman. Und es wirkt am Anfang tatsächlich dann alles recht glücklich, sie kommen recht schnell zusammen. Und dann stirbt Prinz auch im Buch. Und für diesen Leo bricht halt eine Welt zusammen, und er flieht vor der Liebe und trifft sich mit ganz vielen alten Leuten aus seiner Vergangenheit. Ist wirklich ein ganz tolles Buch, lesen Sie es. Es ist eine Mischung aus Liebesroman, es ist aber auch lustig, es ist ein Musikroman, und mir hat er richtig Spaß gemacht. Ist was ich sonst nicht lese. Deshalb fällt es mir auch schwer, darüber so zu reden. Okay, vielen Dank. Seite. Wer noch mag, kann sich ein Glas Sekt gönnen. Wer noch keine Kundenkarte hat, heute Abend geht bitte keiner ohne Kundenkarte nach Hause. Das ist eine Drohung, keine Bitte. Und ansonsten viel Spaß beim Stöbern.